Hallo, hallo, ich bin's wieder, Ryan. Kennst du mich noch? Ich bin immer noch der von der Kumquats-Familie und ich wohne beim Opa Ray. Weißt du das noch? Hey, schlau bist du, hast du das gemerkt, gell? Finde ich aber klasse. Hab ich schon wieder was aufgeschnappt, weißt du was? Whatever you don't lose, no. That's right, that's not right. Whatever you don't... Jetzt weiß ich es wieder. Hurra! Er hat gesagt, whatever you don't use, you lose. Weißt du, was das heißt auf Deutsch? Ich bin ganz schön schlau, ich kann Englisch und Deutsch, oder? Ja, also, whatever you don't use, you lose. Was immer du nicht benutzt, das verlierst du. Dann, ja, zu Deutsch sagt man, glaube ich... Rastet, der rostet. Oder so, stimmt's? Ja, was ist jetzt damit gemeint? Also stell dir mal vor, du hast vielleicht auch mal in der Schule was gelernt. Ja, du vielleicht nicht, aber der da. Okay, also du hast was gelernt, vielleicht Französisch oder Englisch oder Italienisch oder egal, Sprache zum Beispiel. So, und wenn du das nie benutzt, wenn du nicht in das Land fährst, wenn du keine Freundin oder Freund hast, mit dem du das sprichst, weißt du, was dann passiert? Whatever you don't use, you lose. Also, was immer du nicht benutzt, verschwindet wieder. So, und das musst du dir merken. Wenn du also Dinge gerne machst, dann geh doch einfach hin und benutz die, okay? Und das ist auch mit neuen Dingen so. Wenn du was lernst, musst du es üben. Immer wieder üben. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Ryan.